Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Präsident Spuhn, meine sehr verehrten Abgeordneten, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Meine Damen und Herren, als am 11. November 2006, ich kann mich genau erinnern, heute in der Zeitung konnte man es sehen, Herr Liebeskind, Herr Keller, Herr Spuhn zu mir ins Dienstzimmer kam und Frau Gundermann und mir die Vision eines Audimax, eines neuen Hochschulgebäudes zeigten, da war ich entgegen meiner sonstigen Naturell begeistert und angetan, weil diese Vision, die rüberkam, gut für uns war. Und wir haben gesehen, Frau Gundermann und ich, das ist etwas, was nicht nur architektonisch für die Stadt wichtig ist, sondern das ist wichtig für die Stadtentwicklung und für die Zukunft dieser Stadt und der jungen Menschen, die hier unterwegs sind. Und deswegen haben wir vor 10 Jahren begonnen, den Prozess zu unterstützen. In zahlreichen Bürgerversammlungen haben wir geworben und haben geworben mit dem Landrat gemeinsam darum, dass die Region sich hier einbringt, finanziell auch einbringt. Man kann natürlich sagen, damit wir diesen Raum nutzen können. Nein, wir waren davon überzeugt, wir beide, dass wir uns einbringen müssen, um in Bildung und Hochschulbildung und Zukunft in dieser Stadt zu gestalten, um mitzugestalten, dass wir dabei sind auf Augenhöhe, dass wir mit der Uni diskutieren und reden können und auch mitentscheiden können. Und heute ist ein Tag, wo wir sagen, unser Kalkül ist aufgegangen und unsere Planungen sind aufgegangen. Und dafür danke ich allen, die uns in diesen Zeiten begleitet haben, auch in den Räten, als die Diskussion war, ist das Geld nötig und nicht nötig. Herzlichen Dank. Es ist so viel gesagt worden zu dem Bau und wie er aussieht, das lasse ich heute weg, sondern ich will noch mal auf 2, 3 Dinge etwas näher eingehen in der kurzen Zeit. Ich danke erstmal Ihnen, Herr Ministerpräsident. Als Sie ins Amt kamen, bevor Sie ins Amt kamen, haben wir, vielleicht erinnern Sie sich noch, in einem Hotelhinterzimmer ein langes Gespräch geführt am Rande einer Parteiveranstaltung. Wir haben über viele Dinge des Lebens gesprochen. Und wir haben unterm auch gesagt, über dieses Haus gesprochen. Und Sie haben mir zugesagt, jawohl, ich bin überzeugt davon, ich unterstütze dich dabei und ich sage dir zu, dass dieses Haus zu Ende gebaut wird. Dafür herzlichen Dank für die Begleitung. Ich danke Herrn Keller, Herrn Spuhn und auch Herrn Liebeskind, dass Sie dabei geblieben sind und dass Sie sich immer der kritischen Diskussion gestellt haben, weil das zeichnet unser Land aus. Und ich sage es auch noch mal deutlich, genau was wir eben vom Aster gehört haben. Deswegen sind wir Lüneburger überzeugt von der Universität, weil wir diese kritischen jungen Menschen haben wollen, im Dialog mit der Stadtgesellschaft und der Universitätsgesellschaft. Machen Sie weiter so, bleiben Sie am Ball, fordern Sie uns auch in der Kritik, wir können es aushalten. Und als Letztes, für mich, meine Damen und Herren, schließt sich heute ein Kreis. Als ich 1991 ins Amt kam, haben wir nach der Wende darüber gesprochen, wie wir diese Universität erweitern, wie wir sie ausbauen können, was wir für diese Stadt tun können, um sie neu zu positionieren in Europa und hinter den offenen Grenzen der innerdeutschen Grenze. Und wir waren wenige. Wir haben uns aufgemacht, wir haben diese Kaserne bekommen, mit Herrn Donner damals die Chance genutzt, diese zu räumen. Und heute, nach 20 Jahren, sind wir, sage ich mal, Herr Ministerpräsident, fast an einem Zwischenziel, kurz vor dem Ziel. Wir haben sicherlich noch viele Ideen, was hier passieren kann. Aber dass wir es geschafft haben, aus dieser Garnisonsstadt eine Universitätsstadt zu machen, meine Damen und Herren, das war eine Leistung. Einige haben uns in der Zeit leider verlassen müssen. Uwe Inselmann, ich darf ihn noch mal daran erinnern. Aber ich möchte auch Bernd Altusmann noch mal erwähnen, der die ganze Zeit mit uns gegangen ist und diesen Weg auch als Abgeordneter hier unterstützt hat. Mit den beiden zusammen, Wolfgang Schorheit ist der Dritte, gelang es uns. Und ich möchte schließen mit der Beifall Bernd ist ja gewiss. Und Helga Schuchert ist da und ich kann noch mal erinnern daran und ich möchte schließen mit einem Wort Gerd Schröder, der hier 1996 gesagt haben, als wir hier den Campus eröffnet hat,
Zu den Stärken der Lüneburger Hochschule gehören die Verankerung in Stadt und Region sowie die Überschaubarkeit und damit die Möglichkeit der Begegnungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Meine Damen und Herren, das ist das, was wir wollten. Heute ist ein guter Tag für Lüneburg und für das Lüneburger Land. Schönen Dank.